Oder zumindest bald. Natürlich müssen wir uns noch einen Monolog von Semnas einmal anhören. Hearts. Ruined. Now I'll have to start all over again. Warriors of the Keyblade, go forth and bring me more hearts. No! Denizens of Light, answer this. Why do you hate the darkness? Huh, we don't hate it. It's just kinda scary. But the world's made of light and darkness. You can't have one without the other. Cause darkness is half of everything. Ganz genau richtig. Sort of makes you wonder why we are scared of the dark. It's because of who's lurking inside it. Mm-hmm. Then allow me another question. You accept darkness, yet choose to live in the light. So why is it that you loathe us who teeter on the edge of nothing? We who were turned away by both light and dark, never given a choice. That's simple. It's because you mess up our worlds. That may be. However, what other choice might we have had? Just give it a rest. You're nobodies. You don't even exist. You're not sad about anything. Very good. You don't miss a thing. I cannot feel sorrow. No matter what misery befalls the worlds, no matter what you think, what you feel, or how you exist. Trotz allem wieder ja die Welt in Dunkelheit stürzen. Oh! Guys! Es ist der Vorkampf zu Xemnas. Ach, ich bin ja begeistert. Komm schon. Come on! Take this! Bring it on! Take this! Und Xemnas ist definitiv nicht so leicht zu besiegen wie jetzt gerade. Oh, jetzt warte ich nicht auf ein Quicktime-Event warten. Okay, los geht's. This is it. Sam, das ist wie so eine Art Sith Lord. Durch seine beiden Laserschwerter hier und seine Laser da am. Kann man schon fast sagen, dass er wie so eine Art, ja, Sith Lord ist aus Star Wars. Aber er macht sich auch. Naja. Na komm schon. Ach komm schon, du bist doch echt. Back off! Back off! Das ist aber noch ein einfacher Kampf gegen ihn. Das wird noch ein bisschen schwieriger, wenn wir uns wirklich gegen ihn messen. Na nu, du bist aber auch ein feiges Würstchen, wenn du dich andauernd wegteleportierst. Aua! Letzte Runde. Geschafft. Das war jetzt einfach. Sora, where are you? War nur
mein erstes Messen. Sora, answer me! You're okay! Mhm. Where's Xemnas? Hear me, Kingdom Hearts. It seems we must begin anew. Ah, but know this. I will give to you as many hearts as it takes. Mark my words. You can no more be complete without me than I without you. Heed me, Kingdom Hearts. Lend me your power so that we may be complete. The das power to erase the fools sein. That hinder us. Goodness! No! Hearts quivering with hatred. Xemnas, don't! Hearts burning with rage. Auch denn niemand hat nicht verstanden, dass ein Herz nicht nur aus Dunkelheit besteht, sondern auch aus Licht. That fool Ansem said the heart's true nature was beyond his understanding. But it's not beyond mine. Hearts are the source of all power. Xemnas, you can't hide from us. We're not gonna let him get away now. Look at that! What's going on? Kingdom Hearts. Let's go. Xemnas must be inside. Mm-hmm. The worlds gave us this doorway. They want us to be the guardians of their destiny. Mm. Once we go through, there's no turning back. It's victory or oblivion. So, Sora, are you ready? Geheimer Ansem-Bericht 13. Jetzt müssten wir wirklich, glaube ich, alle wirklich haben. So, Xemnas. Die Geschichte ist abgeschlossen. Alben auch. Und auch alle Ansem-Berichte. Es waren also doch 13. Okay, ich habe mich geirrt. Sucher. Ein Achievement abgeschlossen. So, und bevor wir uns jetzt hier in die Tür hineinwagen und uns an Xemnas einmal stellen, gibt es jetzt erstmal komplett und gebündelt alle Ansem-Berichte. Geheimer Ansem-Bericht 1. Endlich ernte ich die Früchte meiner langjährigen Arbeit, denn die Welt, die ich verwalte, ist zu einem Paradies gediehen, welches den Namen Radiant Garden wahrlich verdient, mein strahlender Garten. Genährt von kristallklarem Wasser, der Quelle allen Lebens, blühen die prächtigsten Blumen und die Menschen begegnen jedem neuen Tag mit Hoffnung und Freude. Doch wo Licht ist, da lauert auch stets ein Schatten. Wie in meinem vorausgehenden Bericht angedeutet, muss ich unbedingt das Geheimnis der Dunkelheit des Herzens lüften. Die Geschicke meines neuen Paradieses hängen davon ab. Ich werde ein Experiment durchführen, um in die tiefsten Ebenen des Herzens vorzudringen. Einer meiner 6 Schüler, Xehanort, hat sich als Freiwilliger zur Verfügung gestellt. Er stand mir immer treu zur Seite, seitdem ich ihn vor Jahren vor dem sicheren Tod gerettet habe. Damals hatte er sein Gedächtnis verloren, aber in kürzester Zeit legte er eine ungeheure Wissensbegier an den Tag und sog meine Lehren geradezu auf. Seine gelegentliche Hitzköpfigkeit ist sicherlich nur auf seine Jugend zurückzuführen. Wenn ich mittels psychologischer Tests Xehanorts Herz erforsche, gelingt es mir vielleicht, seine tief im Inneren verborgenen Erinnerungen zu wecken. Auch Evan, ebenfalls einer meiner Schüler, zeigt größtes Interesse an Xehanorts Erinnerungen. Aber ist er wirklich ein geeignetes Forschungsobjekt? Zweifelsohne sind seine Fähigkeiten von herausragender Natur,
Aber vielleicht sind sie etwas zu herausragend. Vielleicht sind sie sogar übernatürlich. Geheimer Ansem Bericht 2. Ich habe einen kapitalen Fehler begangen. Mein Studium der Dunkelheit des Herzens begann mit einem simplen psychologischen Test, doch bald schon eskalierten die Dinge. Angestachelt von meinem jüngsten Schüler Ienzo, habe ich im Kerker des Schlosses ein gigantisches Forschungslaboratorium errichtet. Hinter meinem Rücken dann rekrutierten meine 6 Schüler zahlreiche Forschungsobjekte und führten an ihnen gefährliche Experimente zur Dunkelheit des Herzens durch. Als ich davon erfuhr, rief ich sie sogleich zu mir und befahl ihnen, nicht nur sämtliche Forschungen augenblicklich einzustellen, sondern auch jedwede bisherigen Ergebnisse zu vernichten. Was mag nur in meine geliebten Schüler gefahren sein? Kann es sein, dass, während sie eifrig das Mysterium der Dunkelheit in den Tiefen des Herzens zu ergründen versuchten, sie sich selbst in dessen Untiefen aus den Augen verloren haben? Dennoch bin ich der größte Narr von allen, denn ich war es, der all dies ausgelöst hat. Es steht uns nicht zu, in den Herzen anderer herumzupfuschen, egal welche hehre Absichten wir auch hegen mögen. Die Erkenntnis meines schrecklichen Fehlers stürzte mich in eine tiefe Krise. Doch eines Tages kam ein Besucher aus einer fremden Welt zu mir und gab meiner geschundenen Seele wieder etwas Frieden. Ein kleiner König namens Mickey, mit einem sagenumwobenen Schlüssel in der Hand, dem mächtigen Schlüsselschwert. Es heißt, diese Waffe bringe der Welt Gelingen und Verderben zugleich. Er war auf vielen Gebieten im höchsten Maße bewandert und in unzähligen angeregten Gesprächen vertieften wir unsere Freundschaft. Auf seinen Rat hin entschied ich mich, noch einmal die in meinem Kerkerlaboratorium gesammelten Daten auszuwerten. Und bei dieser Gelegenheit entdeckte ich die Ansem-Berichte. Doch aus meiner Feder stammt lediglich der Bericht Nummer 0. Die Berichte 1 bis 8 hatte er verfasst. Er, das erste Opfer meiner törichten Forschung. Geheimer Ansem-Bericht 3. Das Verderben ereilt nicht nur diese Welt, es bereitet sich auch auf etliche weitere Welten aus. In den Ansem-Berichten, die mein Schüler Xehanort unter meinem Namen geschrieben hat, fand ich die Aufzeichnungen seiner grässlichen Versuche sowie eine Hypothese zu der Tür, die in der Dunkelheit meines Kerkers erschienen war. Alle Lebewesen haben ein Herz und alle Herzen tragen Dunkelheit in sich. Welten sind da keine Ausnahme. Wenn eine Welt eine Lebensform ist, dann muss sie über ein kolossales Herz verfügen. Und die Dunkelheit in dessen Inneren muss wahrlich exorbitant sein. Ist Xehanort etwa durch diese Tür geschritten, um mit der Dunkelheit in Berührung zu kommen? Nein, nicht nur Xehanort. Allem Anschein nach haben auch meine anderen 5 Schüler in die Untiefen der Dunkelheit gestarrt und wurden von ihr vereinnahmt. Evan, Ienzo, Brake, Dylan und Alias, sie alle haben aufgehört, Menschen zu sein. Auch wurde alles genommen, auch mir wurde alles genommen und ich wurde in dieses Reich des Nichts verbannt. Was nur hofft Xehanort zu erreichen, indem er meine Existenz stiehlt? Wird mein Volk in Zukunft nicht mehr lachen? Wenn das Licht der Hoffnung erloschen ist, will ich fortan mit der Dunkelheit als Verbündete durch dieses Reich des Nichts wandern. Dunkelheit inmitten des Nichts. Darkness in Zero. Von nun an soll mein Name also Dis sein. Ich lege meinen Namen Ansem ab, der mir gestohlen wurde, und lebe für den Tag, an dem ich Rache nehmen werde. Und ihr habt jetzt ja schon ein paar Namen, also ihr habt jetzt ja schon Evan und auch Ienzo gehört. Das sind alles die Namen der jemanden, die ersten 6 Mitglieder der Organisation 13 waren. Evan ist Vexen, Ienzo ist Sexion, Brake ist Sigbar, Dylan war Xaldin, Alias Lexius und natürlich Xehanort hatte den Namen Ansem gestohlen und ihn dann zu Xemnas gemacht. Geheimer Ansem Bericht 4. Die Tage, die ich in meinem prächtigen Paradies verbracht habe, erscheinen mir jetzt so unendlich fern wie eine unwirkliche Illusion.
Wie lange habe ich bereits hier zugebracht, in diesem Reich des Nichts? Nur mein Zorn und mein Hass haben mein Bewusstsein noch am Leben gehalten. Mein Selbstverständnis hier an diesem Ort, wo jegliche Existenz annulliert wird. Ich bin erfüllt von dem Hass auf meine Schüler, die sich der Dunkelheit hingaben, und dem Zorn auf mich selbst, der ich es zuließ, so hintergangen zu werden. Wird mein eigenes Herz nun von Dunkelheit zerfressen? Ich darf hier keine weitere Zeit verstreichen lassen. Was haben Xehanort und die anderen vor? Ich muss das Rätsel dieser Anzen-Berichte lösen und meinen Schülern Einhalt gebieten. Das ist meine Aufgabe. Der einzige Weg, meine Sünden wiedergutzumachen. Diese Wesen, denen ein Herz fehlt, die Herzlosen, sie müssen der Schlüssel sein. Sie sind die Verkörperung der Dunkelheit des Herzens. Verwunschene Schattengespinste, die Herzen anderer Lebewesen rauben, weil sie kein eigenes haben und die sich auf diese Weise in Heerscharen vermehren. Woher kommen sie und wohin gehen sie? Drei Elemente sind es, die das Leben bilden: das Herz, die Seele und der Körper. Doch was wird aus der Seele und dem Körper, wenn das Herz abhanden kommt? Wenn die Seele den Körper, ihr Gefäß verlässt, dann weicht das Leben dem Tod. Doch was, wenn das Herz entschwindet? Ein Wesen vergeht nicht, wenn sein Herz es verlässt, nur taucht das Herz unweigerlich in die Dunkelheit ein. Mir bleibt nur noch wenig Zeit. Wenn ich noch länger in diesem Reich verweile, werde ich die Antworten auf all meine Fragen am eigenen Leib erfahren. Ist mein Herz doch bereits ein Gefangener der Dunkelheit? Geheimer Anzenbericht 5. In diesem Reich, in dem jedwede Existenz zersetzt wird, ist es mir nur unter Mühen gelungen, meinen Verstand zu bewahren, indem ich nicht aufgehört habe zu denken und zu schreiben. An diesem Ort hat selbst die Zeit jede Bedeutung verloren. Die Ewigkeit erscheint hier wie ein kurzer Moment und umgekehrt. Ich muss mich beeilen. Mit Sicherheit setzen sie ihre Pläne bereits in die Tat um. Der Schlüssel zu diesem Rätsel müssen die Herzlosen sein. Die sechs Verräter ereifern sich darin, diese Schattenwesen zu produzieren. Nicht nur, dass sie reinrassige Herzlose aus dem Herzen Lebender schufen, sie begannen auch noch damit, künstliche Versionen dieser Wesen zu synthetisieren. Diese künstlichen Herzlosen sind markiert und sie tauften sie Embleme. Doch egal ob reinrassige oder Embleme, die Herzlosen sind allein instinktgesteuert. Sobald sie ein Herz aufspüren, rotten sie sich zusammen und bedrängen es. Die Befehle eines Menschen interessieren sie nicht. Sie rauben ihm hemmungslos das Herz und benutzen es, um sich zu vermehren. Aber was, wenn ein stärkerer Herzloser die Befehle geben würde? Falls er seine eigene Seele in seinen eigenen Körper aufgegeben hat und zu einem Herzlosen wurde, ist er dann vielleicht in der Lage, diese unkontrollierbaren Herzlosen zu kontrollieren? Und würde er dann nicht versuchen, sich diese instinktgetriebenen Kreaturen zunutze zu machen? Da die Herzlosen nach Herzen streben, trachten sie immerzu nach größeren und stärkeren, was sie letztlich nach dem größten und ultimativen Herzen streben lässt, dem Herz aller Welten. Sicherlich sind das alles nur Spekulationen, aber mir scheint klar, dass er die Herzlosen einsetzt, um einen Weg zum Herzen aller Welten zu finden. Geheimer Anzenbericht 6. Meine Entscheidung, die Dunkelheit als Verbündeten zu akzeptieren, hat sich als absolut richtig herausgestellt. In dem Moment, in dem ich ruhigen Herzens nach vorne blickte, ohne die Dunkelheit abzulegen oder zu fürchten, erlangte ich eine neue Kraft, eine übermenschliche Kraft, die Kraft der Dunkelheit. Xehanort und die anderen wurden wohl von ihr in den Bann gezogen und schließlich zu Gefangenen dieser Kraft. Ich hingegen werde natürlich nicht zulassen, dass die Dunkelheit mich verschlingt. Mittels dieser Kraft habe ich einen Korridor der Dunkelheit gefunden, der dies leere Reich mit der Außenwelt verbindet. Noch ist es mir nicht möglich, nach Belieben zu reisen, mein Exil hier sollte jedoch bald ein Ende haben. Und Xehanort und meine anderen Schüler zu täuschen, habe ich mit Hilfe der neuen Kraft meine Gestalt verändert, bevor ich ins Reich des Lichts zurückkehrte. Wie ich es vermutete, ist Xehanort zu einem Herzlosen geworden. Weiterhin meinen Namen benutzend, befehligt er die Herzlosen und hat bereits die Herzen vieler Welten geraubt. Im Zentrum aller geraubten Herzen thront Kingdom Hearts, das Herz aller Welten.
aus dem er unvorstellbare Mengen an Dunkelheit extrahiert und mit dessen Hilfe er alles und jeden zurück in die Dunkelheit schicken will. Die anderen fünf sind verschwunden. Sind auch sie zu Herzlosen geworden, so wie Xehanort? Oder sind sie vergangen, nachdem Xehanort sie ausgenutzt hat? Auf meiner Suche nach der Wahrheit stieß ich auf eine ungewöhnliche Wesenheit. Die zurückgelassene Seele und den zurückgelassenen Körper, nachdem ein Herz abhanden gekommen ist. Wenn ein Herzloser geboren wird, verschwinden diese Wesen aus dem Reich des Lichts und werden anderenorts als völlig neue Wesensform wiedergeboren.